Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Heumer Terra Variant 600 EQ, also ÖKU oder ne Echo haut schon hin, in der Version 1.0.3.0 an. Credits sind hier anscheinend gesetzt. Wer das wohl richtig umgemoddet hat, keine Ahnung, weil anscheinend wüsste ich es jetzt auf die Schnelle eigentlich gesagt nicht, aber okay. In diesem Pack enthalten sind drei Dinge. Wir schauen uns erstmal ja die Hauptmaschine an, und zwar den Holmer Terra Variant 600 Echo. 598 PS, 850 Diesel, 85 Blue, 40 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, für 249.000 Anschaffung, 12.699 im Leasing. Wir haben zwei Konfigblöcke, Reifenvariante und Reifenhersteller. Dann haben wir Trelleborg zur Auswahl und Michelin. Einmal haben wir Standard Breitreifen und bei Michelin ebenfalls Standard und Breitreifen. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und Großtraktoren. Als zweites müsst ihr bei Güllefässer schauen. Dort habt ihr dann einmal den Zunhammer TV mit 21.000 Liter Volumen, 120 PS benötigter Leistung für 54.000 bzw. 2.754 im Leasing. Ist ein Güllefass. Und dazu gibt es noch den Wiebe Pro von Zuhammer. Der braucht 100 PS, hat 6 Meter Arbeitsbreite und eine Arbeitsgeschwindigkeit von maximal 17 km/h für 12.000 bzw. 612 Euro im Leasing. Der kommt hinten an das Güllefass. Also kann separat mit dran gemacht werden. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. So, das Ganze geht dann mit Miststreuer noch weiter. Da habt ihr nämlich den Bergmann TSW A19 Miststreuer. Mit 22.000 Liter Fassungsvermögen, 20 Meter Arbeitsbreite, 20 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit, 43.000 in der Anschaffung, 2.193 im Leasing. So sieht das Ganze aus. Also das Ganze soll vom 17er jetzt hier rüber konvertiert worden sein. Und ja, sieht man auch. Ne? Man sieht hier bei den Deagles, das ist recht unscharf zu sehen. Jedenfalls bei den gelben, hier der Terra-Variant 600 Echo, das kann man wiederum ganz gut erkennen. Vorne das Holmer-Logo ist in Ordnung. Hier bei den Schächten sieht man hier so leicht solche Fragmente mit in der Textur drin. Und das Ganze sieht man auch hier nochmal beim Auspuff, beziehungsweise das denken wir hier Schalldämpfer und alles, was halt so mit dazugehört. Das ist relativ pixelig, leider Gottes. Die Reifen sehen wiederum gut aus. Sie sind aus 19er mit übernommen. Hinten Dreipunktaufnahme ist okay, ist okay. Hier sieht man es auch nochmal, hoch, hier sieht man es nochmal deutlicher. Ja, hinten Lichtanlage. Ansonsten, ja, passt das. Dann haben wir hier den Zunhammer, Holmer, 21.000 Gülletechnik. Ja, die Diegel sehen aber eigentlich auch ganz ordentlich aus. Wir haben hier unten keine Kollision, was gut so ist. Und hier haben wir dann dementsprechend den TS, den Bergmann Miststreuer. Auch hier kann man ganz easy unten drunter durchgehen, also sprich keine Kollision, so wie es sein soll. Von den Diggles her und Co. passt das aber auch alles. Gut, gucken wir uns noch die Innenbereiche an. Sitz sieht ordentlich aus, haben Holmer mit dran. Lenkrad lässt sich bewegen. Displays sind da, ja. Das Innenbereich geht. Oder Innenbereich ist eigentlich gut. Wüsste ich jetzt nicht, was man daran aussetzen sollte. Nö, Innenbereich sieht besser aus wie der Außenbereich. Spiegel sind so, wie sie sind in ihrer Form. Das passt, läuft. Machen wir mal Soundcheck. Quatsch. Oh, Sound hört sich eigentlich soweit okay an. Wie gesagt, ein genaueres seht ihr dann in unserer Bewertung auf der Homepage. So, wir sehen aber schon mal, unser Fahrer ist nicht animiert. Also hier wird nichts gedrückt oder sonstiges. Wenn wir jetzt hier blinken, wie ihr seht, Blinker sind aktiv, aber sind auch irgendwie nicht aktiv. Wir schalten mal hier kurz in den Nachtmodus mit rein. Seht, ne? Halt hier. Die reflektieren zwar, aber die sind soweit fehlerhaft. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wird auch innen ja nichts angezeigt. Die Displays selber sind beleuchtet, sodass hier eine gewisse Lichtquelle mit reinkommt.
Wir haben auch hier, wie ihr seht, da eine KMH-Anzeige, aber die kann man halt ganz schwierig erkennen. Und wenn ich hier nochmal an den Tag schalte, ne, seht ihr das? Ja, ganz. Also man kann sie erkennen, aber es ist jetzt nicht das Geilste. Sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht das Geilste. Ansonsten, Rundumleuchten sind da, die reflektieren in dem Fall auch. Ansonsten, ja, normales Fahrtlicht, dann das Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht. Könnt ihr das aber gerade aktivieren, dann wird 5, dann wird 6, das ist auch alles da. Das läuft also auch schon mal. Aber die Blinker sind, die Lichtquellen vom Blinker sind schon mal teilweise etwas fehlerhaft. So, ansonsten lassen wir das ganze Ding mal hier. Ich habe euch da mal jetzt hier als Vorstellung das Gülle-Ding vorgestellt. In dem Fall jetzt hier in Kombination mit dem Gruber. Das ist eigentlich, wie gesagt, eine recht simple Sache. Ihr könnt das Ganze, ne, machen wir das kurz den hier. Ach, lass mal kurz wieder anmachen. Ihr könnt das hier so zack ran, wie man es eben kennt. Das läuft alles ohne Probleme. Ihr könnt das dann entweder nur mit oder ohne den Gruber halt hinten dran nehmen. Ich habe das jetzt einfach mal mit hier genommen. So, dann könnt ihr das Ganze hier nach unten machen. Oben einschalten. Und dann Gas geben. Und schon grubbert und güllt ihr dann auf der Fläche. Und das läuft ohne Probleme. Die Anschlüsse und Co. Das passt halt soweit auch alles. Da gibt es keinerlei Probleme in dem Fall. Wenn wir das Ganze jetzt mal ausschalten, wenn ich fettfingern würde, das Ganze jetzt mal hier nach oben nehme und auch einfach mal abbaue und dann einfach nur so weiterfahren will, da seht ihr schon, geht nicht. Geht nicht, weil Kombination. Deswegen müsst ihr rückwärts ran. Dafür ist halt auch die Dreipunktaufnahme gedacht. Ne? Zack, seht ihr das? Runter und dann wieder dran. Und dann passt das Ganze. Beim Miststreuer das gleiche in grün, einfach aufsatteln und let it go. Und dann habt ihr den ganzen Spaß. Verbrauch ist soweit in Ordnung. Kann man jetzt auch nicht viel drum herum meckern. Passt soweit schon mal. Gucken wir uns mal das Ganze im Lok an. Und der ist sauber. Ne, ihr seht, das ist jetzt der ganze Lok hier. Ich habe das vorher geklärt. Der ist sauber, gibt es keinerlei Probleme. Ja, in dem Sinne, mit den Blinkern, das ist, mit den Blinkern ist schade, muss man ehrlich sagen. Innenbereich hätte man bestimmt noch mehr draus machen können. Aber okay, wer sich trotzdem angucken will, Download Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.